Präsidentin, werte Kollegen. Der Unterschied zwischen einem Politiker und einem Staatsmann ist bekanntlich der, dass der Politiker in Wahlperioden denkt, der Staatsmann in Generationen. Weitsicht führt deswegen abwechselnd zu dem Vorwurf, man handele unpopulär oder paradoxerweise, man sei populistisch. Mit einer gewissen Weitsicht hätte man erkennen können, dass die Erteilung der deutschen Staatsangehörigkeit bei gewissen Gesellschaftsgruppen kontraproduktiv ist, insbesondere wenn das Bekenntnis zu Familienclans oder einer Religion systemimmanent über das Grundgesetz gestellt wird. Meine Damen und Herren, der Erwerb der deutschen Staatsbürgerschaft muss wieder ein Privileg werden und kein Rechtsanspruch oder sogar ein Automatismus. Manche unserer Gegner können es sich nicht verkneifen, uns in die Zuwanderungsdiskussion in die rechtsextreme Ecke zu rücken, nur weil wir im Zusammenhang mit der Zuwanderung auf die Gefahr von Parallelgesellschaften aufmerksam machen. So Frau Bergel im Dezember 2003, zitiert mit Erlaubnis der Präsidentin. Das vorliegende Gesetz zum Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit für Deutsche im Doppelpass ist die logische Konsequenz und Korrektur einer falschen Staatsangehörigkeitspolitik. Dieses Gesetz ist zwar ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, kommt aber Jahre zu spät und ist leider handwerklich und rechtsdogmatisch schlecht gemacht. Laut Internationalem Zentrum für Terrorismusbekämpfung gibt es diese Ausreißen von Menschen mit EU-Pässen seit Mitte 2012 noch nicht zum IS speziell, aber allgemein dem Mujahedin-Aufruf der islamischen Miliz in Syrien folgend. Die Bundesregierung diskutiert schon lange über die Rückholung von IS-Terroristen mit deutschem Pass. Bereits im Jahre 2016 beschäftigte sich der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages mit der Frage, ob den deutschen Kämpfern die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen werden kann, was nach jetziger Rechtslage nicht möglich ist. Trotzdem braucht die Bundesregierung 3 Jahre Zeit, um einen Gesetzentwurf vorzulegen. Dies hat zur Folge, dass die IS-Terroristen durch dieses Gesetz nicht mehr belangt werden können, denn wir haben ein verfassungsmäßiges Rückwirkungsverbot für Gesetze, was auch gut so ist. Denn wie schon Jean-Paul Sartre sagte, wir sind zu Freiheit verdammt. Dies gilt insbesondere, wenn wir erkennen müssen, dass unsere Freiheit auch für Demokratiefeinde und Dschihadisten gilt. 1000 deutsche Islamisten sollen nach Syrien aus Deutschland gezogen sein. 120 Terroristen mit deutschem Pass sollen die Kurden gefangen haben. Jeder Einzelne für sich ist eine tickende Zeitbombe, denn der IS mag politisch und militärisch besiegt sein, aber die Ideologie, nämlich der Hass und die Aggression gegen Ungläubige, lebt in den Köpfen weiter und wird ja auch in vielen Moscheen in Deutschland meist ungestraft gepredigt. Auch inhaltlich ist dieser Gesetzentwurf kein großer Wurf. Er leidet unter vielen unscharfen, weit auslegbaren Tatbestandsmerkmalen. So die Formulierung, ein Deutscher, der sich an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Ausland konkret beteiligt. Alleine das Tatbestandsmerkmal an Kampfhandlungen beteiligt, bedarf der Auslegung, da Sie in der Gesetzesbegründung ausführen, dass der Betreffende in Kampfhandlungen eingebunden sein muss. Sie schreiben, es genügt, jeder Beitrag, der nicht nur passiv ist und in einem wie auch immer gearteten Zusammenhang mit einer gewaltsamen Auseinandersetzung steht. Also alleine 3 Tatbestandsmerkmale, die mühevoll durch die Rechtsprechung im Nachhinein zu definieren sind. Die AfD schlägt vor, statt neuer Tatbestandsmerkmale zu erfinden, rechtsdogmatisch den Verlust der deutschen Staatsbürgerschaft an die Paragraphen 129a, 129b des Strafgesetzbuches, Bildung und Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung anzuknüpfen. Dies hätte den Vorteil, dass diese Tatbestandsmerkmale bereits durch die Rechtsprechung definiert und Mittäterschaft sowie Beteiligung im Strafgesetzbuch geregelt sind. Des Weiteren regelt das Strafgesetzbuch die Strafmündigkeit auch für Minderjährigen in den Paragraphen 10 und 19 Strafgesetzbuch, während sie die minderjährigen Täter nicht belangen wollen. Der Vorschlag der AfD beinhaltet auch den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Terrorakten in Deutschland. Für die Bevölkerung ist es schwer vermittelbar, dass bei Terrorakten im Ausland die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen wird, bei Terrorakten in Deutschland jedoch nicht. Die AfD wird ihren Gesetzentwurf einbringen, über den wir hier in Kürze debattieren können. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Helge Lind für die SPD-Fraktion.